Hi, wir sind Soulmates. Das ist Justin, ich bin Gia. Wir kennen uns eigentlich schon seit wir 14 sind, haben schon immer gemeinsam Musik gemacht, gemeinsam in Enschede in Holland am Konservatorium studiert. Wir bieten unseren Brautpaaren verschiedene Pakete an, angefangen mit der Trauung. Und das Besondere dabei ist, dass ihr euch jedes Lied selbst aussuchen könnt. Wir helfen euch natürlich gerne mit einer großen Liste, wo ihr auswählen könnt, aber ihr könnt euch auch einfach inspirieren lassen. Gerade eine Hochzeit ist ja ein ganz individueller Moment, was ganz Einzigartiges, und das spiegelt sich auch in der Musik wieder. Du bist mein Weg. Lass alles hinter mir. In unserem persönlichen Beratungsgespräch geht es in allererster Linie darum, dass wir uns gegenseitig kennenlernen, und dann besprechen wir halt Details. Dass man einfach auch guckt, wie das alles logistisch passt. Da ist man auch einfach auf der sicheren Seite, wenn man sich auf Profis verlässt, die das auch studiert haben und auch wissen, was sie da tun. Und wir bieten halt auch das Rundum-Sorglos-Paket an. Das bedeutet, wir bringen auch die Technik mit. Dann liegt es in unserer Hand und unsere Brautpaare dürfen diesen ganzen Bereich Musik, Live-Musik an uns abgeben und wir kümmern uns um den Rest. Bedarf, ja. Doch du und ich, wir haben alle Zeit der Welt, du und ich, tu nur das, was uns gefällt, glaub an mich, und was uns zusammenhält, du und ich, wir haben alle Zeit der Welt. Was zur Trauung dann dazukommt, ist, dass wir auch noch euren Sektempfang begleiten. Ich finde es halt immer wieder schön zu sehen, während wir spielen, wenn Leute einfach beschäftigt sind, in Gesprächen verwickelt sind, gerade Kuchen essen, dass sie einfach unterbewusst anfangen, irgendwie mitzuwippen. Ja, oder mitzusingen. Oder mitzusingen. Das ist cool, ja. Das ist einfach immer wieder schön zu sehen. Und das weitere Paket ist dann, dass wir zum Beispiel den Abend noch mit begleiten. Das kann dann sein, dass wir noch ein bisschen das Dinner mitmachen, mit ruhiger Klaviermusik zum Beispiel. Oder eben auch abends noch die Party begleiten. Ich habe immer so diesen Moment, sobald ich sehe, wenn die Ersten weinen, dass ich einfach merke, dass mich das selber auch total ergreift, weil wir es halt geschafft haben, mit unserer Musik den Moment noch emotionaler zu machen. Und das ist einfach auch ein Ding, da wird man später drüber sprechen. Man wird darüber reden, wie schön die Zeremonie gewesen ist. Und ich bin gerne ein Teil davon. Ich glaube, du auch. Ja.